Heute geht es um das Thema Kindererziehung, was wir als Eltern falsch machen können und wo wir jetzt aufpassen dürfen, was ich selbst auch schon falsch gemacht habe, mit emotionalem Missbrauch. Auch ich habe meine Kinder emotional missbraucht, unbewusst. Machen natürlich, denke ich, alle Eltern unbewusst, das wissen wir nicht. Aber es kann fatale Folgen haben, wenn wir das nicht erkennen und verändern. Oft handeln wir als Eltern so, wie wir selber als Kinder behandelt wurden. Also unbewusst, unbewusst, ja. Ich glaube, jeder Vater und jede Mutter sagt, ich mache es anders als meine Eltern. Und danach erwischt man sich, wie man sich hört und denkt, oh mein Gott, so hat doch meine Mutter geredet oder mein Vater hat so geredet. So, also ich habe Fehler gemacht und möchte das mit euch teilen. Ich möchte euch das mit euch einige Sachen zeigen. Nicht alles, was ich falsch gemacht habe, sondern verschiedene Punkte von emotionalem Missbrauch zeigen, damit ihr versteht oder damit du verstehst, oh, das ist jetzt emotionaler Missbrauch. Ich wusste es vorher auch nicht. Ich missbrauche gerade mein Kind emotional. Aber ich zeige es dir jetzt und ich hoffe, dass mir ganz viele Eltern zuschauen von ganz kleinen Kindern, damit sie das jetzt schon erkennen und in Zukunft gar nicht erst anwenden an ihren Kindern. Und der allererste emotionale Missbrauch ist dieses Konkurrenzverhalten, dieses Vergleichen, wenn wir Geschwister untereinander vergleichen. Ja, guck mal, der kann das besser als du. Problem ist in diesem Moment, dass das Selbstwert des Kindes sinkt. Ja, ist gar nicht gut. Hinterfragt das, wenn ihr anfängt zu vergleichen, weil jeder ist einzigartig. Und stell dir mal vor, du Mann oder Frau, der mir gerade zuschaut, ich komme zu dir und vergleiche dich mit irgendjemandem, der irgendetwas besser als du machst. Weil es gibt immer Frauen, die besser sind als ich. Und es gibt immer Frauen, die besser sind als du. Oder auch Männer, die besser sind als du. Ja? Die wird es immer geben. Es wird immer welche geben, die schlechter sind. Und immer die besser und welche, die gleich sind wie du. Wenn wir zu unseren Kindern kommen und anfangen, die zu vergleichen, wie sehr tut das weh? Wir als Eltern machen das unbewusst, habe ich auch gemacht. Aber überlege, wenn ich dich jetzt vergleiche, du als Mann, guck mal, der, was der erreicht hat, ja, oder du als Frau, irgendetwas, ich vergleiche dich mit einer, die in der gleichen Situation ist wie du, aber sie hat es besser hinbekommen. Was ist das für ein Stich ins Herz? Das tut doch weh. Dein Selbstwert sinkt in diesem Moment. Deshalb niemals, niemals das Kind mit irgendjemand vergleichen. Jeder ist einzigartig. Punkt Nummer zwei passiert sehr häufig, auch wenn das sich jetzt vielleicht nicht so anhört, aber es ist ein Rollenwechsel. Wenn Kinder zu viel Verantwortung übernehmen, weil die Mutter Alkoholikerin ist oder der Vater oder weil das Kind oft alleine zu Hause ist und viel selbst machen muss oder wenn das Kind als seelischer Mülleimer herhalten muss, haben wahrscheinlich ganz viele auch schon erleben müssen, wenn die Mutter sich die ganze Zeit beschwert über den Partner oder der Vater über die Mutter, wo das Kind wirklich das seelische Mülleimer ist und sich die ganze Scheiße die ganze Zeit anhören möchte, muss, nicht möchte. Auch das ist emotionaler Missbrauch, ja, für das Kind, weil das belastet das Kind. Es kann gar nicht befreit seine Kindheit leben. Es kann nicht einfach unbeschwert sein. Diese Unbeschwertheit fehlt dem Kind. Deshalb bitte das Kind nicht als Mülleimer benutzen für irgendwelche Probleme, die man mal hatte mit dem Partner, mit dem. Also nicht über die anderen reden und das dem Kind erzählen. Das Kind in Ruhe lassen. Und dann gehen wir zum dritten Punkt. Wenn wir das Kind immer hochstellen, ja, das Kind ist so toll und das macht alles so toll und ich liebe dich und du bist der Beste und du kannst alles. Auch das ist emotionaler Missbrauch, ja. Irgendwann wird das Kind merken, ich bin ja gar nicht da oben und fliege, auch ich habe meine Fehlerseiten. Das Kind nicht immer übertrieben hochstellen, ja. In den Naturvölkern ist es so, dass das Kind einfach dabei ist. Es lebt einfach dabei und muss Sachen machen und es wird sich auch nicht bedankt. Oh, danke, das hast du aber toll gemacht, dass du mir jetzt geholfen hast, sondern das Kind fühlt sich normal, wie alle anderen auch. Es ist ein Teil der ganzen Gesellschaft und nicht etwas Besonderes ist, weil es jetzt gerade geholfen hat oder weil es gerade springen kann oder weil es Fahrrad fahren kann. Klar können wir Komplimente geben und dem Kind sagen, du bist so toll, aber wir sollten da nicht übertreiben und das Kind übertrieben hochstellen. Der nächste Punkt ist Vernachlässigung, wenn wir die Liebe des Kindes nicht erwidern. Das passiert auch so oft, aber auch oft leider unbewusst von Eltern, dass die Kinder nicht umarmt werden, dass ihre Liebe nicht erwidert wird. Ja, sie brauchen diese Zuneigung, sie brauchen diese Nähe, diese Geborgenheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade auch nachts, wenn das Kind schlafen geht und sagt, Mama, kannst du bei mir bleiben? Nö, du schläfst jetzt alleine, bist schon groß. Ja, zum Beispiel. Oder das Kind will einfach umarmen. Es kommt nicht, also irgendwann hört das Kind auf, die Nähe zu suchen. Dann irgendwann gibt es das auf. Aber guck, dass du so viel wie möglich dem Kind diese Zuwendung gibst. Gerade kleine Kinder, gerade die ersten 2 bis 3 Jahre sind so, so wichtig, dass das Kind die Nähe zu einer Bezugsperson hat. Ja? Ich weiß, dass es auch Frauen gibt, die ihre Babys schon mit 6 Wochen abgeben. Und wenn ich das sage, heißt es das nicht, dass es eine Rabenmutter ist. Ich kenne persönlich eine Frau, eine liebe Bekannte,
die ihre Tochter mit 6 Wochen schon abgegeben hat, weil sie arbeiten gegangen ist. Und sie hat es dann morgens um 6 Uhr morgens schon hingebracht und dann abends erst wieder abgeholt, weil sie den ganzen Tag selbstständig gearbeitet hat. Das ist für ein Kind nicht so schön. Das ist, musst du dich bei dir vorstellen. Du kommst auf die Welt und dann bist du getrennt von der Person, die dich auf diese Erde, also auf diese Erde gebracht hat. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass das Kind die ersten 2 bis 3 Jahre eine Bezugsperson hat. Wenn es nicht du bist, schau, dass es jemand anders ist, aber nicht irgendwo in eine Gruppe abgeben. Versuchen und die Liebe zu erwidern, die Nähe dem Kind zu geben. Ein weiterer sehr stark emotionaler Missbrauch ist bei Wutausbrüchen von Kindern mit Strafen zu reagieren. Und ich bin auch so eine, die dann anfängt, ja, wenn du das nochmal machst, du, ja, dann gibt es heute keinen Fernseher. Blablabla. Aber ein Kind, das starke Wutausbrüche hat, ist tief verzweifelt. Es braucht deine Aufmerksamkeit. Genau hinhören. Ich habe das mit meinem Älteren zum Beispiel auch schon ab und zu erlebt, dass er zum Beispiel sehr wütend war und ich dann im Stress mit Baby und das 3 Kinder, ja, Baby hier, dann der 2-Jährige da und er mit seinem Wutausbruch. Und manchmal in solchen Momenten, wo ich total verkrampft war und unter Stress und das Essen und noch einkaufen und dann noch zum Arzt und bin ich runter, habe ihn angeschaut, habe ihn einfach nur umarmt. Dann habe ich gesehen, wie die ganze Wut, dieser ganze Druck von ihm abgelassen, ja, wie er sich locker gemacht hat. Und ich habe ihn umarmt und habe gesehen, er wollte einfach nur meine Aufmerksamkeit, weil ich die ganze Zeit mit den anderen Kindern beschäftigt war, mit dem Alltag beschäftigt war und er musste alleine klarkommen. Das heißt, wenn Kinder Wutausbrüche haben, gucken, dass wir die nicht bestrafen. Ich weiß, es nervt, ich mache es ja selber mit, ich mache es immer noch mit. Ja? Es gibt immer noch heutzutage Wutausbrüche, weil Kinder untereinander streiten. Meine Kinder streiten fast täglich wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Aber dann schauen, dass wir nicht mit Bestrafungen kommen und auch nicht mit übertriebenen Bestrafungen. Manchmal passiert es auch, dass wir Kinder zu Unrecht bestrafen, was auch mir schon einige Male passiert ist. Auch das ist nicht schön. Das ist auch emotionaler Missbrauch. Stell dir vor, du wirst bestraft von deinem Partner, von irgendjemandem und du warst es gar nicht. Du hast es gar nicht gemacht und wirst dafür bestraft. Da ist es auch ganz wichtig, nochmal in sich reinzuhören und im Alltag bewusst zu sein, wenn wir mit unseren Kindern zusammen sind, nicht direkt bestrafen. Da gibt es ein schönes Buch, das hatte ich rezensiert, wie wir ohne Bestrafung mit unserem Kind die Erziehung gestalten können. Das werde ich dir unten verlinken von Katja Saalfrank, ein sehr schönes Buch, oder Katharina Saalfrank heißt sie. Das werde ich dir unten verlinken. Ich mache das jetzt im Alltag so, es gibt erstmal keine Strafen. Ich höre mir das immer an. Es ist stressig. Ich gebe es zu, es ist stressig, weil immer will irgendein Kind Aufmerksamkeit. Und das sage ich den Kindern auch. Ihr wollt jetzt gerade nur meine Aufmerksamkeit. Deswegen streitet ihr euch um ein Stück Tempo. Wir haben 1000 Tempotücher, aber ihr wollt genau das, weil ihr gerade meine Aufmerksamkeit haben wollt. Und wer gewinnt jetzt? Ja? Kommt die Mama und sagt, er kriegt's oder er kriegt's? Macht das alleine untereinander aus. Es juckt mich nicht. Ich liebe euch beide, aber ihr könnt machen, was ihr wollt. Und dann verpufft es voll oft. Ja? Dann lachen die sich tot, dann wollen sie das Tempo doch nicht. Also es ist oft wirklich auch ein Machtkampf unter den Geschwistern, weil jeder möchte bedeutend sein und jeder möchte seine Stellung ausprobieren und gucken, wie hoch ist meine Stellung bei Mama. Und ich wiederhole das jedes Mal. Ich liebe euch alle drei gleich. Trotz allem gibt es ab und zu immer noch diese Machtkämpfe und Streitereien untereinander. Das heißt, gucken, dass wir keine übertriebenen Strafen geben und schon gar nicht Strafen, die gar nicht gerechtfertigt sind. Also immer hören, immer hinhören. Und ich sage das jetzt hier im Video, es ist mir jetzt vor 3 Wochen erst passiert, dass ich meinen großen Sohn nicht bestraft habe, aber ich habe ihn angeschrien. Es war nämlich morgens, wir waren im Stress, schnell zur Schule, einiges zu tun. Und ich dachte, er hätte seinem kleinen Bruder was angetan, habe den angeschrien, das macht er nicht nochmal und zur Strafe darf er irgendwas nicht spielen. Ne? Und dann habe ich an seiner Reaktion gesehen, dass das ungerecht von mir war, dass er das gar nicht war, dass er gar nicht angefangen hat. Der hat so geweint, der hat so gezittert, er war so rot. Dann habe ich mich aber auch sofort entschuldigt. Ich habe gesagt, hier, guck mal, mein Schatz. Kann sein, dass ich das jetzt falsch interpretiert habe, falsch gesehen habe. In meinen Gedanken ist jetzt gerade nur, ich muss jetzt zum Termin, will euch rechtzeitig zur Schule bringen, muss aber noch zum Kind, habe ihm das halt so erklärt. Und ich war jetzt gerade nicht bei dir. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun, Rayen. Wirklich nicht. Ich war jetzt gerade einfach nur gestresst, habe das Geschrei gehört und habe einfach dir diese Verantwortung von dem ganzen Stress aufgebürdet. Es tut mir leid. Ich habe auch gesehen, dass er sich da entspannt hat und habe mich bei dem einfach nur entschuldigt und gesagt, gut, ich weiß nicht, wer schuld war, ist auch unwichtig, es tut mir leid, komm, wir gehen aber jetzt, ja? Und dann war auch alles gut. Also ihr seht, ich rede mit euch und erzähle euch das alles. Das heißt aber nicht, dass es bei mir zu 100% gut läuft. Aber wir können gegenseitig voneinander profitieren. Und wir gehen jetzt zum nächsten, bevor das Video zu lang wird. Ein weiterer emotionaler Missbrauch ist, wenn wir unseren Kindern vorschreiben, wie sie ihre Gefühle zu erleben haben. Ja? Du darfst keine Angst haben. Du musst jetzt nicht weinen. Hör auf zu weinen. Hör auf zu schreien. Machen wir auch ganz oft. Aber unsere Kinder sind ja noch frei in ihrem Wesen. Und sie leben ihre Gefühle voll aus. Und wir verbieten ihnen das.
Und viele, die mir jetzt zuschauen, fühlen sich vielleicht auch selbst erwischt, weil wir erlauben uns nicht zu weinen. Wir erlauben uns bei Wut nicht zu schreien, obwohl das uns gut tun würde. Ich habe zum Beispiel ein Kind, das gerne schreit, ja, und gerne seinen Gefühlen Ausdruck verleiht. Und ich unterstütze das, bekomme natürlich oft draußen böse Blicke oder auch in der Familie, wie schlecht ich meine Kinder erziehen würde. Aber ich lasse ihn. Ich sage, wenn du deine Gefühle leben möchtest, dann darfst du sie erleben. Und er weint und schreit dann, ja gut, und danach ist aber auch alles gut. Es hat sich dann aufgelöst, das Kind darf schreien. Der Punkt ist nur der, dass wir Eltern das nicht aushalten können, das Kind so weinen zu sehen oder dass das Kind Angst hat. Wenn mein Kleinster Angst hat wegen irgendetwas, ja, dann sage ich, gut, du darfst Angst haben, mein Schatz. Und dann schauen wir uns die Angst genauer an. Wo kann ich dich unterstützen? Kann ich dich beschützen oder kannst du irgendwie diese Angst selber umgehen? Was können wir machen, damit die Angst nicht mehr so stark ist? Weil die Angst ist ja dein Freund. Und da gibt es eine ganz schöne CD von Robert Betz. Die hören sich meine Kinder manchmal an, so eine Meditations-CD. Meine Gefühle sind meine Freunde. Da geht es auch um die Angst, dass wir sie umarmen, weil die möchte gesehen werden, die Angst. Die Trauer, die Wut. Also diktiert bitte nicht euren Kindern die Gefühle. Und das passiert in meinem Alltag von Familienmitgliedern, auch von sehr nahen Familienmitgliedern, sehr oft, dass meine Kinder diktiert bekommen, du brauchst nicht zu weinen, du bist ein Junge, ne? Und Männer weinen nicht. Bitte, lass das, das Kind darf weinen. Wenn er weinen möchte, soll er weinen. Ich will nicht, dass das Kind das alles reinschluckt. Natürlich ist das Stress für uns als Eltern, wenn das Kind schreit, wenn es wütend ist, wenn es traurig ist. Es darf traurig sein. Gerade der ganz Kleine, wenn er mal etwas nicht bekommt von mir und weint und ganz traurig ist, frage ich ihn, bist du traurig? Sagt er ja. Sag ich, du darfst traurig sein. Und glaub mir, Leute, nach 2 Minuten geht er spielen. Wenn ich ihn aber anschreien würde, du brauchst nicht traurig zu sein, weil du hast schon genug Spielzeug, jetzt bist du auch noch traurig, was bist du für ein undankbares Kind? Der wird wahrscheinlich noch stundenlang weinen. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir im Alltag diese ganzen Gefühle akzeptieren. Ich durfte als Kind auch oft nicht weinen, sonst ja, gab es Strafen, aber harte Strafen. Und ich sehe es bis heute noch, dass es mir sehr schwer fällt, meine Gefühle zu zeigen. Also, ja genau, zu zeigen. Oder wenn ich mit Menschen zusammen bin und es um meine Gefühle geht, wenn ich darüber rede, fange ich an zu stottern. Es fällt mir immer noch sehr schwer also jetzt über Kamera natürlich, mir schauen 10.000 Leute zu, ich kann jetzt über Kamera reden. Aber wenn Leute genau vor mir sitzen und ich über meine Gefühle rede, das geht nicht. Ich fange an zu zittern, ich fange an zu stottern, es geht nicht raus. Ich darf über meine Gefühle darf ich doch gar nicht zeigen, ja, sonst gibt es eine Strafe. Und da bin ich auch auf dem Weg, das zu transformieren, dass ich frei und offen darüber rede. Obwohl ich immer noch merke, wenn Menschen vor mir sind und ich über meine wahren, tiefen Gefühle spreche, wie ich anfange zu zittern und zu stottern. Das dürfen wir unseren Kindern nicht antun. Lass sie ihre Gefühle voll ausleben. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Unrealistische Erwartungen, das haben auch viele Eltern. Die eigenen Träume, die wir nicht verwirklicht haben, dass das Kind das verwirklicht. Ich habe unbewusst gemerkt, dass ich es meinem großen Sohn immer wieder ich will jetzt nicht sagen genau was, aber irgendwann ist mir bewusst geworden, Mist, es ging ja um mich, weil ich das als Kind immer machen wollte, es aber nicht erreicht habe, sage ich das jetzt ihm. Und dann habe ich nochmal mit ihm gesprochen, das erklärt, ja, das ist ein Traum von mir, der sich vielleicht noch erfüllt. Und ich habe das immer wieder zu dir gesagt, dass du es vielleicht später machst, aber bitte, ja, lösch das aus deinem Gedächtnis raus, mach das, was du willst und nicht das, was ich dir jetzt immer wieder, weil wir manipulieren unsere Kinder mit unseren Gedanken, mit unseren Sätzen und sie wollen natürlich immer unsere Aufmerksamkeit und versuchen das zu tun, was wir von ihnen erwarten, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Deshalb keine unrealistischen Erwartungen von, du musst jetzt ganz gut in der Schule sein, weil dann hast du einen ganz tollen Beruf, bla 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 bla. Aufpassen, dass wir unsere Kinder sein lassen, wie sie sind, weil sie haben ihren Seelenplan, die sind hier auf der Erde, sie haben ihren Weg schon, genauso wie du und ich auch unseren Weg gefunden haben. Da müssen wir nicht viel drum herum formen und machen. Ja? Wir können einfach nur vorleben als Beispiele, ja? Einfach nur vorleben und sie können diesen Weg dann nachahmen, wenn sie möchten. Aber wenn wir schon unglücklich sind mit unseren Plänen und Zielen, dann müssen wir nicht erwarten, dass es bei unseren Kindern anders sein wird. Ja? Also dann gucken, dass wir an unseren Plänen arbeiten, an unseren Zielen arbeiten, an unserer Persönlichkeit arbeiten, weil dann sieht das Kind, ah, die Mama ist glücklich, der Vater ist glücklich, die machen das, was sie lieben, sie sind zufrieden. Auch wir können den Kindern nichts vorlügen. Sie merken es an unserer Energie unbewusst, wie wir leben, ob wir glücklich sind oder unglücklich. Die merken das. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Punkt, sonst wird das Video zu lang. Trennungsschlachten oder aber auch Beziehungskrisen, wenn Eltern verheiratet sind. Da, Gott, könnte ich Romane erzählen davon, ja. Egal, ob es jetzt eine Trennungsschlacht ist oder ob ein Paar zusammen ist und ständig nur am Streiten ist. Das ist Krieg für die Kinder. Das ist ein Krieg, eine sehr große Belastung. Und am schlimmsten ist es, wenn Eltern die Kinder noch mit reinziehen. Ich glaube, da muss ich nicht viel sagen. Das ist emotionaler Missbrauch.
ganz, 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 ganz schlimm. Und es gibt immer noch Eltern, die von erwachsenen Töchtern oder Söhnen erwarten, dass sie auf ihrer Seite sind, weil der Vater so böse ist. Oder der Vater ja, weil die Mutter so böse ist. Meistens sind es, glaube ich, Mütter als eher Väter als andersrum. Väter sind dann nicht ganz so krass. Meine Erfahrung, kann auch sein, dass es anders ist. Aber bitte aufpassen, dass wir unsere Kinder nicht mit reinziehen, weil wir Probleme mit unserem Partner haben. Egal, wie unser Partner ist, ob er finanziell uns nicht unterstützt oder die Kinder nicht unterstützen will, bitte nicht über den Partner schlecht reden. Das ist ganz schlimm für die Kinder. Die Kinder brauchen beiden, Vater und Mutter. Und der Vater kann noch so schlimm sein oder die Mutter kann noch so schlimm sein. Lasst es dem Kind überlassen, zu überlegen, zu denken, sich seine eigene Meinung zu bilden. Bitte nicht da rein. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Der nächste Punkt ist materielle Überversorgung. Es gibt viele Eltern, die sehr viel arbeiten, es gut meinen, weil sie dem Kind das Beste hinterlassen wollen und das Kind die ganze Zeit reichlich beschenken. Es ist halt einfach im Unterbewusstsein ein schlechtes Gewissen, weil ich habe nicht so viel Zeit fürs Kind. Ganz, ganz im Unterbewusstsein, tief versteckt. Und das Kind bekommt ständig irgendwelche Geschenke. Und dann, wenn das Kind sich nicht darüber freut, hat es noch Schuldgefühle, weil Papa und Mama haben mir das jetzt gekauft, aber ich kann mich darüber nicht freuen. In Wirklichkeit will das Kind ja was anderes. Es will deine Zeit, es will deine Aufmerksamkeit und nicht diese ganzen Geschenke. Das heißt, das Kind wird überversorgt mit Sachen, die es gar nicht braucht und hat dazu noch Schuldgefühle. Auch das ist emotionaler Missbrauch von Eltern, die es gar nicht böse meinen. Machen leider sehr, sehr viele Eltern. Da lieber genau hinschauen, wie kann ich mit meinem Kind irgendwie mehr Zeit verbringen, vielleicht auch weniger arbeiten. Ich hatte kürzlich erst mit meinem Bruder gesprochen und da ging es darum, was uns unser Vater hinterlassen hat, halt an Reichtum, ne? Weil das Gespräch halt mit Verwandten war und dann, ja, er hat uns jetzt, wie soll ich sagen, ich kann nicht sagen, er hat uns nichts hinterlassen, aber wir haben jetzt kein Auto geerbt oder ein Riesenhaus oder Geld oder Gold, das war jetzt nicht da. Dann meinte mein Bruder, Samar, Papa hat uns das Schönste geerbt, da habe ich gefragt, ja was denn? Er meinte, die Liebe in unserem Herzen und die Zeit, die er mit uns verbracht hat. Stell dir vor, er hätte nur gearbeitet und der wäre jetzt weg. Was hätten wir von ihm? Wir hätten ihn kaum gesehen. Er war auf jedem Geburtstag von uns da. Ja? Er war bei jeder Schulaufführung da. Er hat uns seine Zeit geschenkt. Es fällt mir sehr schwer, darüber zu reden. Aber ihr seht, was es ausmacht. Also es ist natürlich ein viel schöneres Geschenk von den Eltern, die Zeit zu bekommen, als das Geld. Ja, als ob, wenn mein Vater jetzt zum Beispiel jetzt sich totgearbeitet hätte und uns Häuser geschenkt hätte und Reisen und was auch immer. Ja, das hatten wir zum Beispiel alles jetzt nicht. Aber dafür hatten wir seine Zeit, seine Liebe, er war für uns da. Und deswegen kann ich nur mitgeben, braucht man wirklich ein teures Haus, ein teures Auto, teure Urlaube? Muss das wirklich sein? Weil das Kind will nicht diese ganzen Ausflüge und dieses ganze Reichtum. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Das ist so wunderschön, das ist so, so wertvoll. Was glaubt ihr, was für ein Reichtum das für das Herz ist, zu wissen, meine Mutter hat so viel Zeit mit mir verbracht, mein Vater. Wir müssen nicht ständig die teuersten, schönsten Sachen haben und Technik und Spielzeug und wie gesagt Reisen und so weiter. Das Schönste ist die Zeit, die wir mit unserer Familie verbringen können. Ich wusste es als Kind jetzt nicht zu schätzen, beziehungsweise ich habe es nicht hinterfragt, dass mein Vater bei jeder Schulaufführung da war, dass er bei meinen Geburtstagen immer da war, dass halt immer da war, wenn ich irgendwas gebraucht habe. Das wusste ich nicht. Ja, der ist einfach von der Arbeit gekommen früher oder hat sich Urlaub genommen oder er war auch krank und war halt für uns da. Das wusste ich nicht. Jetzt im Nachhinein wird mir das erst bewusst, wie wertvoll das ist. Der letzte Punkt ist, wenn wir dem Kind keinen Schutz bieten, ja, wenn es Angst hat, zum Beispiel nachts und wir es einfach lassen. Ja. Das Kind braucht unbedingt das Gefühl, ich bin beschützt. Und es ist jemand für mich da. Das ist auch ganz wichtig. Deshalb, wenn das Kind dich braucht, bleib bei ihm erstmal im Zimmer. Das ist kein Weltuntergang. Das ist nicht, ich verwöhne das Kind. Also das Kind braucht Schutz bei Angst. Das waren jetzt alle Punkte. Wenn du diese Punkte dir jetzt angehört hast, kann es sein, dass du dich selbst erwischt, wie es bei dir in der Kindheit war, dass einiges gefehlt hat oder falsch gelaufen ist. Es geht weiter bis in Beziehungen. Ja? Es gibt Beziehungen, die sind so schlimm, weil Kinder das als Kind auch so, weil man das als Kind auch so erlebt hat. Zum Beispiel gibt es dieses Belohnung- und Bestrafungssystem. Ja, der Partner kommt, schenkt dir was, am nächsten Tag gibt es wieder Streit, dann gibt es wieder was geschenkt, dann gibt es wieder Streit. Das ist alles aus deiner Erziehung. Wir ziehen ja das dann alles auch später in unsere Beziehungen mit rein. Du kannst dich selbst hinterfragen. Guck mal in deinem Alltag selber. Hast du ständig Schuldgefühle? Das war jetzt bei mir so. Ich habe es nicht gemerkt, 24 Stunden am Tag habe ich Schuldgefühle mit mir rumgeschleppt. Ja? Das geben wir unseren Kindern unbewusst weiter. Ich habe dann auch gesehen, oh shit, ich habe es meinem großen Sohn total mitgegeben. Ja, dieses ständige Schuldgefühl, ich muss was machen, ich muss jetzt Hausaufgaben, ich muss arbeiten, ich muss das. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich nicht genug geleistet habe. Beobachte mal, ist das bei dir? Oder Selbstwertgefühl, fehlt es bei dir? Dann hat es was mit der Kindheit zu tun. Dann bist du wütend auf dich selbst. Musst auch gucken und fragen,
warum bin ich wütend auf mich, die Wut liebevoll annehmen. Da gibt es ganz viele Punkte. Ich will jetzt nicht auf die Punkte eingehen, wenn du erwachsen bist, wie das ist. Da kann ich gerne nochmal ein Video machen. Ich glaube, das läuft jetzt hier schon lang genug. Wenn du da mehr dazu haben willst als Erwachsene, mache ich gerne ein Video dazu. Das war jetzt nur um die für deine Kinder, ja, was du bei der Erziehung beachten kannst, wie du mit deinem Kind vielleicht bewusster umgehen kannst, um diesen emotionalen Missbrauch gar nicht erst in deinen Alltag reinzulassen. Wir werden alle Fehler machen, wir machen auch alle Fehler, das ist völlig normal, da dürfen wir uns kein schlechtes Gewissen machen. Wenn du all die Punkte mit deinem Kind gemacht hast, mach dir kein schlechtes Gewissen, du wusstest es nicht besser. Unsere Kinder haben uns als Eltern ausgesucht, die haben bewusst diese Erfahrungen ausgesucht, um das mit uns zu erleben. Da dürfen wir uns kein schlechtes Gewissen machen, sonst ziehst du noch mehr negative Energie. Aber du kannst, wenn du magst, darüber etwas schreiben. Ne? Ganz viel schreiben, das dir von der Seele schreiben. Wenn du dich traust, mit deinem Kind darüber zu sprechen, du möchtest mit dir sprechen oder du schreibst einen Brief an dein Kind mit all deinen Erlebnissen, Erfahrungen, du als Kind, was du dann mit deinem Kind gemacht hast, warum du das so gemacht hast und warum du denkst, dass dein Kind jetzt selbst bestimmte Probleme hat. Ne? Das kannst du alles in einem Brief verfassen und deinem Kind in Liebe geben. Und wenn die Kinder das lesen, glaub mir, Kinder verzeihen, ja, auch wenn das vielleicht eine schlechte Beziehung ist zwischen Mutter und Kind, aber wenn das Kind sieht, die Mutter kommt auf mich zu oder der Vater kommt auf mich zu und er hat es ja selbst nicht einfach, sind sie vielleicht auch mehr bereit, in Liebe mit dir wieder sich zu vereinen. Das war's jetzt zu diesem Video, zu diesem sehr emotionalen Video. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, zu kommentieren. Ja? Ich freue mich über jeden Kommentar. Wenn du Fragen hast, lass es mich unten wissen. Lass uns miteinander kommunizieren. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video.